gerade so gemütlich hier beisammensitzen, machen wir mal ein bisschen weiter in der Filmlisterei. Heute nur eine kurze Liste, dafür eine besonders spannende. Ja, es soll heute gehen um das Thema mediale Kindheitstraumata. Das ist auch ein Thema, was mir am Herzen liegt und was immer für Gesprächsstoff sorgt, wenn man mit neuen Leuten zusammenkommt, die ungefähr so aus derselben Altersgruppe sind. Und da entdeckt man doch immer sehr viel, ja, sehr viel Übereinstimmungen, wenn es darum geht, welche Serien und Filme der 80er, 90er haben dich denn so auf, ja, auf Horror getrimmt oder haben dich geängstigt, haben dich. Man muss wissen, dass früher das Fernsehprogramm ja wirklich grundsätzlich anders war. Es wurde zwar früher schon viel auf Jugendschutz und so geachtet, das wurde damals schon ziemlich gehypt, es kam ja auch vieles auf den Index, wo man heute müde drüber lächeln muss. Aber im regulären TV-Programm liefen trotzdem Sachen, das könntest du heute nicht mehr machen. Also ich würde schon behaupten, dass unsere Generation da sehr abgehärtet worden ist, mental. Und da wurde uns auch teilweise was zugemutet, was nicht okay war. Gut, für das ein oder andere Trauma bist du halt selbst auch verantwortlich, weil du natürlich heimlich Filme geguckt hast, die für dich nicht gedacht waren. Das haben wir, glaube ich, alle getan. Und da bilde ich natürlich keine Ausnahme. Ich kann mich noch sehr schön daran erinnern, was meine ersten Horrorfilme oder Gruselfilme waren, die ich zu Gesicht bekommen habe. Und das war übrigens in diesem Raum spannend. Denn ja, bei Oma durfte ich oft unbeaufsichtigt hier Fernseh gucken. Und der war früher hier gegenüber. Und hier stand die Couch, stand das Sofa und der Sessel. Und da habe ich dann gesessen, wenn ich hier mal übernachtet habe, am Wochenende war das sicherlich, und habe dann hier die alten Gruselschinken mir reingetan. Damals gab es ja auch noch diesen Wunschfilm auf dem dritten, das weiß ich auch noch. Und einmal bei diesem Wunschfilmtag konnte man sich aussuchen, da stand auf jeden Fall der American Werewolf mit zur Auswahl. Es ist schön, dass Sie durchhalten und noch bei uns bleiben, verehrte Zuschauer. Und ich hoffe, ich sage jetzt nicht nur zu den Videogeräten guten Morgen. American Werewolf heißt jetzt unser letzter Beitrag der diesjährigen Filmnacht im ZDF. In diesem spannenden und amüsanten Horrorfilm erleben zwei amerikanische Studenten im englischen Moor einige unheimliche und furchterregende Dinge. Und da habe ich, also da kam ja dann immer so ein kleiner Vorschau-Trailer quasi. Und der kam ja auch dann mittags schon. Und den habe ich gesehen. Und bin quasi hinter den Sessel gehüpft und habe die Augen zugehalten, was man halt so macht als Kind. Ja. Und war aber seitdem auch total angefixt von dem Thema und von diesem Film besessen und ich musste den sehen. Und das war ja, bis der kam, war noch ein bisschen hin. Das heißt, ich konnte mich mental noch ein bisschen drauf vorbereiten. Ja, und damit sind wir auch schon beim Thema American Werewolf, der erste Teil. Ja, fand ich gruselig. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, ob 8, 9, 10, aber es war zu früh. Und der hat mich wirklich arg gegruselt. Ich habe jetzt einfach mal so ein Brainstorming gemacht und eine kleine Liste mit den Sachen, an die ich mich noch erinnern kann, was mich denn damals so geängstigt hat. Und was waren denn die Filme, die dafür gesorgt haben, dass ich dann später so ein Horrorfanatiker und Horror-Enthusiast geworden bin. Ich kann es noch relativ genau reproduzieren, weil das sind so Sachen, die vergisst du halt nicht. Die prägen sich ein. Und
finde es immer schön, wenn andere Leute ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Deswegen legen wir jetzt einfach mal los. Es gibt manchmal so Verknüpfungen im kindlichen Hirn. Das war bei mir jedenfalls so, die einem auch normal anmutende Serien verhageln können, wenn der Kopf so funktioniert wie bei mir. Wie soll ich Ihnen das erklären? Nehmen wir mal Synchronstimmen. Nehmen wir mal, wir alle kennen den dicken, lustigen Herrn Paschulke aus Löwenzahn. Helmut irgendwas. Kraus oder so? Weiß ich nicht mehr. Kann ich nicht mehr sagen, wie der. Aber wir kennen den, ne? Herrn Paschulke. Den kennt man. So. Und die Stimme kennst du auch. Die ist relativ prägnant. Ist auch, glaube ich, hier auf Hörspielkassetten ist da auch viel drauf. Benjamin Blümchen und so, da tritt er auch auf. Er ist aber zum Beispiel auch die Synchronstimme von Pinhead, Hellraiser. Es war nur ein Beispiel. Und wenn du einmal dann irgendwie die Xenobiten gesehen hast und verknüpfst dann was damit, dann wird es nie wieder dasselbe sein. Und Kinderköpfe, Kinderfantasien, die machen sowieso manchmal seltsame Dinge. Bei mir war das folgendermaßen. Ich habe Tanz der Vampire gesehen, den habe ich mit meinem Vater geguckt. Das war also alles pädagogisch überwacht. Der ist zwar nach der Hälfte vom Film meistens eingeschlafen, und ich war mit meinen Ängsten alleine, aber ist egal. Der war schon auch gruselig. Und es gab so eine Szene insbesondere, die mich arg gegruselt hatte. Und das ist die, wo Graf Krolok auf das Dach der Herberge fliegt und dann das schneebedeckte Fenster, was so ein Schrägfenster ist, wie wir es übrigens auch im Badezimmer haben und hatten, das wischt er so weg, den Schnee, und dann guckt nur dieses Auge da durch den Schnee und er beobachtet die Dame beim Baden. Würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich ein Vampir wäre. War auch eine attraktive Frau. Aber darum soll es jetzt... Was erzähle ich denn hier schon wieder? Also jedenfalls hat mich dieser Blick des Grafen Krolok doch sehr geängstigt. Und den gespielt hat damals Ferdy Main. Toller Vampirdarsteller. Fand ich richtig gut. Also das ist eine Liga mit Christopher Lee. Und das will was heißen. So, aber dazu an anderer Stelle. So, jetzt Ferdy Main. So, dann gab es eine Kinderserie, die ich damals geguckt habe und die mich sehr, sehr, sehr verstört hatte. Und das war Frankensteins Tante. Die hat mir eine Heidenangst gemacht. Die hat mir so viel Angst gemacht, dass wenn nur die Titelmusik kam, ich schon irgendwo aus dem Zimmer geflüchtet bin. Und meine Eltern haben das nicht verstanden. Konnten sie ja auch nicht. Ich lüfte jetzt mal das Geheimnis. Ich habe im Vorfeld dieses Auge vom Ferdy Main im Kopf gehabt, als Graf Krolok aus Tanz der Vampire. Und Ferdy Main ist derselbe Darsteller, der den Grafen Dracula auch in Frankensteins Tante wiedergespielt hat. Das heißt, da war eine Verknüpfung in meinem Kopf, die auch nicht gelöst werden konnte. Und das heißt, es machte die eigentlich für Kinder ausgelegte Serie für mich gleich schon mal 10 Stufen gruseliger. Selbes hatte ich mit American Werewolf. In Frankensteins Tante gibt es halt auch einen Werwolf, der wahrscheinlich eigentlich relativ harmlos und lustig sein sollte, aber ich hatte halt im Vorfeld American Werewolf, den ersten Teil, gesehen und diese Verwandlungssequenz, die hat mir als junger Mensch wirklich kalte Schauer und Albträume beschert und das blieb halt im Hirn haften.
Und jedes Mal, wenn dann diese Verwandlung bei dem anfing und der heulte und Vollmond, und das hat bei mir schon gereicht, um diesen Horror wieder auszulösen. Deswegen fand ich die Serie furchtbar. Aber gleichzeitig auch schon wieder anziehend. Ich musste das sehen. Ich wollte das ja auch sehen. Ja, über die Jahre ist man dann abgestumpft. Mittlerweile macht mir sowas natürlich nichts mehr aus. Aber damals, ich weiß noch, wie es sich angefühlt hat. Und das ist ja irgendwie auch schön. Irgendwie auch eine nette Nostalgie. Und immerhin hat es mich ja auch zum Horror gebracht. So, aber das sollte nur mal als Erklärung, warum zum Beispiel Frankensteins Tante auf der Liste war. Ich finde es aber retrospektiv schon eine Serie, die irgendwie so eine gewisse düstere, deprimierende Grundstimmung hatte. Und das finde ich in vielen 80er-Jahren-Produktionen wieder. Ich denke da mal an auch an Astrid Lindgren-Sachen. Mio, mein Mio war auch so ein Film. Oder hier die Gebrüder Löwenherz. Das Ende der Gebrüder Löwenherz, Leute. Verarbeite das mal als junger Mensch. Da will man sich nicht unbedingt mit so Sachen wie Sterben und Tod auseinandersetzen. Das ist ja für ein Kind eine sehr, sehr abstrakte Sache. Und es gab einige Momente, wo ja dieses Thema Tod und Altern und Sterben für mich auf einmal völlig, völlig klar geworden sind. Und das war zum einen, lass mich mal überlegen, zum einen, ich weiß es wieder, ich habe einmal hier, das kam sogar mittags, glaube ich, so eine alten Schinken gesehen. Und ich denke, das war eine Verfilmung vom Bildnis des Dorian Gray. Tolles Buch, liebe ich sehr. Neuverfilmung fand ich nicht so pralle. Aber dieser Film hier, der ist, glaube ich, von 1945. Der ist schwarz-weiß und der ist scheiße gruselig. Also zumindest habe ich ihn so in Erinnerung. Und ich weiß noch, wie dieses Gemälde sich verändert hat. Und das brannte sich irgendwie auch in mein kindliches Gehirn ein. Gruselig fand ich übrigens auch Frau Hippe. Frau Hippe aus der Frau Holle-Verfilmung, die ich wahnsinnig gerne mag. Eins meiner Lieblingsmärchen, eine meiner liebsten Märchenverfilmungen, weil die ist auch völlig, völlig off the road, völlig off the rail geht und gar nicht sich an die klassische Vorlage hält, sondern einfach eine komplett andere Geschichte erzählt, aber und auch mit komischen Charakteren und so einer gewissen Tristesse und einer gewissen slawischen Melancholie, kann man das so sagen? Ja. Ja, also da werden gleich mal Leute von Wölfen zerrissen und was weiß ich. Und ja, das ist Märchen halt. Aber roh und ja, ich fand das schon auch schlimm. Und die Frau Hippe mit diesem ekligen Goldzahn, der da immer aufblinkte und dann macht sie zack und die Sense schwingt auf und da war es das mit den Leuten. Irgendwie schon gruselig, wenn man mal drüber nachdenkt. Ich meine, guck dir mal die neuzeitlichen Märchenverfilmungen an. Ich könnte da kotzen. Da ist doch kein Herzblut drin, keine Liebe. Gut, auch kein Grusel, aber es ist doch scheiße. Nee, ich mag lieber meine alten tschechischen, slowakischen und was weiß ich was Märchen. Ja. Gut. Das war schon eine ganze Menge Stoff. Ich muss mal gucken, wie ich das nachher zusammenschneide alles. Gut, also Frankensteins Tante fand ich schlimm. Noch eine Serie, die mich richtig abgefuckt hat, waren die dreibeinigen Herrscher. Die Tripoden, Tripods.
Das ist alles, glaube ich, auch so ein bisschen so Krieg der Welten, Orwell-Zeug gewesen, was da als Vorlage diente, kann ich nicht genau sagen. Ich habe aber die Serie kürzlich auch nochmal gesehen. Sie war, ich meine sogar auf YouTube konnte man sie gucken. Im Original, so wie wir das früher auch geguckt haben. Und ja, ich kann das 1A nachvollziehen, dass ich das furchterregend fand als Kind. Sehr verstörend. Wurde uns damals zugemutet im Mittagsprogramm. Und ich denke mal, es hat eine ganze Generation irgendwie zu gestörten Freaks gemacht. Ich bin stolz, einer von ihnen zu sein. Ja, Science-Fiction-Grusel der sanften Art. Gab es auch als Hörspiel, habe ich damals auch gehört. Ja, dreibeinigen Herrscher. Gab sicher noch mehr von diesen Serien, die habe ich jetzt nicht mehr alle im Kopf, aber das waren so auf jeden Fall die mir im Gedächtnis geblieben sind. Ebenso, also ich habe hier bei Oma ja relativ viel verbotene Filme gucken können. Und einer davon, auch ein Klassiker, ist Die drei Gesichter der Furcht. Ja, ein Frühwerk, wenn nicht sogar, glaube ich, das erste von hier Bava. Ja, Italo-Grusel-Ikone. Habe ihn letzte Woche aus nostalgischen Gründen nochmal geguckt und fand ihn natürlich nur noch albern und lächerlich. Das war so aus der Zeit, wo ja, die Filme dann, also die Schwarz-Weiß-Ära zu Ende ging und man hatte dann diese neuen kolorierten Filme und die waren so grässlich überkoloriert. Ganz, ganz schlimm anzusehen. Irgendwie aber auch lustig und ja, mit einem gewissen nostalgischen Charme, aber ehrlich gesagt doch ziemlich kacke und absolut ungruselig. Bis auf die letzte der drei Geschichten, die finde ich nach wie vor sehr gruselig und dieses Gesicht, falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, ihr könnt es googeln. Wenn die Bettdecke zurückgeschlagen wird und dieses Gesicht liegt da im Bett. Ja, ist doch klar, das hat irgendwie so einen kleinen Pimpf zu Tode ängstigt. Ja, das ist hier. Und natürlich auch hier. Das ist immer noch. Ja. Schlimm ist das. Die drei Gesichter der Furcht. Auch verstört hat mich eine Mumienverfilmung, auch, das war auch, glaube ich, schwarz-weiß oder war der schon halbwegs in Farbe? Ich glaube, er ist auf jeden Fall auch schon ziemlich alt gewesen. Ich meine, der war auch mit Christopher Lee. Es ist auf jeden Fall so ein Hammerfilm und das war Die Rache der Pharaonen. Ja, für einen Mumienfilm. Auch nach heutigen Standards fand ich den schon ziemlich eklig, gruselig. Das ist nämlich keine Trockenmumie, sondern eine sehr saftig schmatzige Mumie, die schlimmer aussieht als in den neuen Verfilmungen. Muss man mal sagen. Ja, ist auch sehr düster, sehr dunkel, sehr nebliger Film. Und diese Mumie ist halt wirklich auch unaufhaltsam. Und ja. Das hat mich auch ziemlich geängstigt. Was haben wir noch? Hatte ich ja in einer der anderen Liste schon mal erwähnt. Monster in the Closet. Oder auch Monster im Wandschrank. Oder auch Krümelmonster im Schrank. Oder was weiß ich, unter welchen Namen das Ding da überall gelaufen ist. Ich weiß aber noch, wann er kam. Der kam auch an einem Sonntagabend zur regulären Primetime 20:15 Uhr, ZDF, meine ich. Und
auch wenn meine Eltern zwischenzeitlich irgendwann es gemerkt haben und umgeschaltet haben, die Bilder, die ich gesehen habe, die sind halt da. So. Und den habe ich aus nostalgischen Gründen auch nochmal nachgeordert, nachgeguckt und nachgesehen und kann das schon verstehen, dass ein Kind, was noch irgendwo im einstelligen Altersbereich oder so unterwegs ist oder... Warum bloß? Unter anderem wegen solcher Scheiße. Monster im Wandschrank. Jetzt mal ehrlich, das ist doch eine der Urängste eines jeden Kindes, dass ein Monster im Schrank ist oder unterm Bett. Das weiß man doch. Oder im Keller. Im Keller, im Wandschrank, unterm Bett. Das sind die Regeln, diese drei Stellen. Da werden traditionell heimgesucht von Ungetümen und ja, wissen wir doch. It is known. Ja, so auch bei mir. Gut. Dann gab es noch eine Serie, die heißt Die Märchen der Welt. Da denkt man jetzt auch an nichts Böses. Es war auch, wenn man es so betrachtet, einfach nur ein schönes, liebevoll gemachtes Puppenspiel. Aber eben nicht Augsburger Puppenkiste, sondern es war eine Kleinkunstbühne, es war Low Budget und es ist fürchterlich. Diese Serie wurde vor ein paar Jahren nochmal wiederholt, irgendwo im dritten Programm, WDR oder so. Und ich habe mir noch ein paar Folgen reingetan, um auch da nochmal zu prüfen, war ich nur ein totaler Schissbuchser oder hat das seine Berechtigung? Und ich fand es verstörend. Ich habe es auch meiner Frau gezeigt, die kannte es nicht. Und die sagt, mein Gott, was ist das denn? Ich sage, ja, das lief früher im Kinderprogramm. Sonntagmorgen war das erste nach dem Aufstehen. Es hatte auch eine kranke Faszination, hat mich immer wieder dazu gebracht, dort an den Fernseher zu gehen und einzuschalten. Aber es war verstörend. Die Geschichten, diese Märchen aus aller Welt, sind halt auch aus aller Welt. Und in anderen Kulturen sind die Märchen eben auch etwas fremdartiger. Aber sie sind vor allem eins, sie sind immer brutal. Es geht immer irgendwie um Teufel und Dämonen, um Geister, um Hexen und um Tod und irgendwelche Pakte und also ein kranker Scheiß. Wirklich ein kranker Scheiß. Was habe ich damals hier geguckt? Der süße Brei. Wenn ihr die Folge findet, guckt euch die mal an und dann sagt ihr mir mal, ob ich spinne oder ob das ist doch kranker Scheiß. Ja, und dann eben noch diese, das fing immer schon an, so völlig deprimierend, melancholisch mit so einer Kamerafahrt über Steingesichter, ja, so Kiesel im Flussbett, über die das Wasser spülte und dazu so eine völlig schlimm traurige Melodie. Ah, nee, also kriege ich heute noch Gänsehaut. Ich würde es auch heute noch gucken. Aber ja, weil es sonst so wenig gibt, was mich gruselt. Aber das würde mich wahrscheinlich noch heute gruseln. Ich finde es schlimm. Schlimm. Musste mal gesagt werden. So. Haben wir jetzt alles abgefrühstückt? Nein. Es. Es. Auch da habe ich den Film.
es war noch nicht mal der Film, glaube ich. Den haben mich meine Eltern damals nicht gucken lassen. Es fanden sie, ja, da haben sie einen Riegel vorgeschoben. Aber was ich zu sehen bekam, war auf jeden Fall auch die Vorschau, wo Pennywise da stand mit seinen Ballons hinter und hinter diesen dieser Wäschespinne war das, glaube ich. Und dann kam noch so eine Sequenz, wo er, glaube ich, die, wo er aus diesem, die aus der Dusche Herrenumkleide da. Ne? Scheißgruselig. Ja. So, und dann, was haben wir noch? Joey. Habe ich auch schon erwähnt auf meiner Science-Fiction-Liste. Joey von Roland Emmerich hat mich richtig, richtig hart abgefuckt. Und da stehe ich auch zu, dieses Männlein mit dem Monokel, die Gespräche mit dem Toten übers Telefon und das Ende dieses Films, fliegende Messer, Telekinese, zutiefst verstörend. Ich finde den tausendmal schlimmer als Chucky, die Mörderpuppe. Wirklich. Chucky ist für mich albern, aber dieses Monokelmännlein fuckt mich ab. Wenn ich das Gesicht heute nur sehe, sofort Gänsehaut. Ganz schlimm. Weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, was die vorher geraucht haben oder für Pilze gefressen haben. Auf jeden Fall ist das ein grauseliger Film. Falls ihr ihn nicht kennt, guckt ihn euch aber an. Auch hier bin ich gerne für Diskussionen im Kommentarbereich zugänglich. Poltergeist 1. Auch relativ früh gesehen. Ich weiß auch noch, zu welchem Anlass. Und zwar waren wir da in der Grundschule und haben uns nachmittags verabredet. Und ja, der Faddy hatte die VHS. Und da haben wir erst ganz gediegen hier Räuber Hotzenplotz geguckt. Da kam auch die Mutter noch rein, so, ah ja, was guckt, ach ja, Räuber, alles klar, so, und wieder, wie die Mutter weg war, haben wir Poltergeist reingehauen. Und ja, auch da bin ich hängen geblieben beim Poltergeist. Carol Ann und Gott lebt in seinem heiligen Tempel. Doch, gruselig, finde ich nach wie vor gruselig. Ist auch einer der all-time favorisierten Gruselfilme. Horror nicht unbedingt, aber Grusel ist, der ist wirklich gruselig. Doch, finde ich schon. Das Remake ist übrigens wieder völlig für den Arsch, danke für nix. Der macht alles falsch, was man in so einem Remake nur falsch machen kann. Hat null Charme. Der eigentliche Grusel beim Poltergeist-Film Teil 1 rührt ja auch daher, dass das auch so ein bisschen wie so eine Familien, ich will nicht Sitcom sagen, weil so komisch war es eigentlich nicht, aber es ist so ein, im ersten Teil sind es wirklich alles auch ganz liebenswerte Charaktere, die da miteinander interagieren und ja, du baust halt eine empathische Beziehung auf und das macht das Ganze. Alter, was war denn da? Verzeihung. Was dann nachher passiert. Ne? Ja, okay, die kamen ein bisschen später. Die habe ich etwas später gesehen. Und die fand ich trotzdem schlimm. Das war irgendwie so ein Filmabend. Das gab es bei mir öfter mal. Wenn meine Eltern irgendwie am Wochenende unterwegs waren oder Samstag mal ausgegangen sind oder so, habe ich es mir halt gemütlich gemacht, zu Hause auf der Couch vorm Fernsehen, habe mir was Leckeres zu essen gemacht, hatte da meine Chips und Brezeln, meine Cola und meine gemütliche Decke und habe mir da so ein Bett auf der Couch gemacht. Das war immer das Highlight, also wenn man krank war oder wenn man alleine war, dann war das alles meins und ja, das war cool. Und dann hier schön Horrorfilme gucken. Die kamen ja früher auch alle noch ganz regulär im TV. Heute ist das leider nicht mehr so. Es gibt noch mal vereinzelt so ein paar Dinge,
die auf Tele 5 oder RTL 2 kommt auch ab und an mal einer, aber nicht wirklich. Also im TV-Programm sind die nahezu verschwunden. Aber früher war das traditionell so, dass auf RTL und ich weiß nicht, Sat 1 glaube ich auch, Sat 1 kamen immer die Tittenfilme, glaube ich, und dann hast du nachher rüber geschaltet zu RTL, da kamen dann die Horrordinger. Und sie kamen alle. Und sie kamen auch ungekürzt, will ich nochmal sagen, denn ich weiß es. Und einer von den Filmen, den ich da gesehen habe, war Parents. Auf Deutsch heißt der Titel Hilfe, Daddy ist ein Kannibale. Und es handelt sich um eine Komödie, eine Horrorkomödie. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen, aber ich weiß noch, dass ich ihn damals ganz furchtbar fand. Und das liegt aber auch wieder an einer Verknüpfung hier. Denn der Hauptprotagonist ist niemand Geringeres als Randy Quaid, den wir ja ansonsten, zumindest ich, nur aus lustigen Komödien kannten. Also richtigen Komödien ohne Horror. Und dass der da auf einmal Menschen massakriert und in die Pfanne wirft, hat mich etwas verstört. Und er, ja, das ist eben so ein Kannibalenfilm und er will halt auch das Kind gewaltsam dazu zwingen, Menschenfleisch zu essen. Ich war auch irgendwie krank. Mag sein, dass ich ihn heute lustig finde, aber damals fand ich es überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, nee. Der humoristische Sinn, Zynismus, Schwarzhumor, der war damals bei mir noch nicht so ausgeprägt, fürchte ich, dass ich davon hätte profitieren können. Ja, aber das war auch einer von diesen Filmen. Und dann habe ich Frankenstein geguckt. Ich mag diese Frankenstein-Sachen immer gerne. Und ich kannte aber vorher nicht Roger Corman. Und es handelte sich um Roger Cormans Frankenstein. Und da muss ich auch sagen, alter Vater, hat der mich kalt erwischt. Also, ich weiß nicht. Ich hatte vorher, glaube ich, schon mal einen Roger Corman-Film gesehen. Aber das war, glaube ich, nur irgend so ein billig gemachter, schlechter Dinosaurier-Film. Weiß nicht, Raptor oder... Kann ich nicht mehr sagen. War nichts Besonderes. War aber auch nicht so bewegend für mich. Aber der hier, der war schlimm. Der war echt schlimm. Der ist unfassbar brutal für einen Frankenstein-Film. Also, ich meine, die anderen Verfilmungen, die kennen wir ja alle. Finde übrigens auch die mit Robert De Niro ziemlich geil. Aber das ist alles nicht halb so blutrünstig und splatterig wie dieses Teil der Filmgeschichte, auch mit einer völlig bizarren, wirren Story. Und Roger Cormans Frankenstein. Wenn man sich selbst mal so richtig abfacken will. Oder vielleicht wollt ihr ja eure Kinder abhärten. Vielleicht ist das eine pädagogische Maßnahme. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich habe keine. Weiß nicht, würde ich meinen Kindern sowas zumuten? Damit sie so ein nerdiger Freak werden wie ich? Ich weiß es nicht. Ich bin auch kein Pädagoge. Was sind denn eure Kindertrauma im Bereich Fernseh und TV? Das würde mich interessieren. Ich hoffe auf eine rege Diskussion, die wir da lostreten können. Wird mir Spaß machen, was ihr da noch beizutragen habt. Gut, an dieser Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und danke fürs Dabeisein, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Mosch.